Wikivid Persönlichkeiten hat heute wieder für Sie spannende und wissenswerte Informationen vorbereitet. Heute sprechen wir über einen bedeutenden deutschen Schriftsteller. Also die heutige Folge nicht verpassen. Es gibt nur ein Mittel, sich wohlzufühlen. Man muss lernen, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und nicht immer das verlangen, was gerade fehlt. Der Autor dieses wunderbaren Zitates ist Theodor Fontane, der am 30. Dezember 1819 als Sohn des Apothekers Louis Henry Fontane und dessen Frau Emily in Neuruppin geboren wurde.